So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Wir sind hier immer noch bei unserem Lieblingslevel. Ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe Dominik an meiner Seite. Hallo, bin wieder da. Ja, 6,4 Mal hast du im Durchschnitt gespeichert. Danke. Ich hatte einen kurzen Rechenfehler, das hat mich verwirrt. Jetzt muss ich überlegen. Oh Gott, ich hol dann schon mal das Handtuch und wieder ein bisschen Luft zu dir. Danke. Denn... Ha! Fängt schon an. Ihr wird leichtsinnig. Ja, wenn man hier seit, ich glaube, 70 Folgen schon an der gleichen Stelle hängt, dann, Ja, gefühlt 70 Folgen. Ja, es sind eigentlich 5. So, hier wollte ich hin. Haha. Zu den Glas füttern. Ja. Denn ich wollte jetzt zu dem Aufzug. Wieso liegt sowas über eigentlich in einer Oper? Ich weiß nicht. Ich möchte dir nicht, ja. So. Genau. Aber. Wir holen jetzt den Aufzug. Denn das ist eigentlich das Rätsels Lösung und ich weiß, dass ich gleich wieder speichern muss. Nein, ich schaue jetzt nicht nach. So. Schicken wir den schon mal nach unten. So. Ah. Perfekt. Und ich speichere jetzt schon mal. Und ziehe schon mal meine Waffen. Nehme aber lieber die Uzis. Okay. Gut, hast du geschwächt, das? Ja. Ich sollte aber auch Medikit nehmen. Ich habe jetzt keins mehr. Eventuell ist das Spiel ein bisschen fies, wenn es darum geht, Medikit zu verteilen. Oder ich einfach nur selten dämlich. Vielleicht auch beides. So gute Schützen, muss ich ja mal sagen. Ja. Ach ja, die haben ja kein Medikit. Waffe wechseln. Aha. Aber hey, wenigstens haben die Shotgun-Muni für mich. Aha. Was für mich bedeutet, dass ich wieder ganz einfach betätigen kann. Und ich glaube sogar zu wissen, dass wir das, was wir jetzt machen, nicht einmal machen müssen. Klingt komisch, ist aber so. So, das macht das hier. Dann gehen wir hier einfach hierhin. So. Hierhin wollte ich die ganze Zeit. Denn hier haben wir das da. Aha. Aha. Okay, jetzt muss ich überlegen. Weil eigentlich brauchen wir diese Platte nicht. Soweit ich weiß. Aber okay, was weiß ich denn bitte schon? Gar nicht. Eben. So, zack. Bin hier schon oft genug gestorben.
Auch wenn man sich fragen würde, wie ich das geschafft habe, möchte ich diese Frage nicht beantworten. Hey, wir sind wieder hier. Ach ja, ich dachte immer, dass ich von hier oben, eine Etage über mir, dass ich auf diesen Balkon da springen müsste, um überhaupt auf die andere Seite zu kommen. Das Wasser ist nicht besonders tief. Ach Gott. Und die Gegner leben auch auf einmal wieder. Ja, und deswegen speichere ich so häufig. Solltest du dich mal heilen? Das ist eine gute Idee. Ich möchte noch mal anmerken, das sind verdammt gute Schützen. Meinst du? Bin fast Ja? wieder tot. Aha. Nein, hättest du das Medikit nicht benutzt, wärst du tot. Das ist definitiv. So, ich wollte. Mann! Schmeißt mich gegen den Aufzug. Ich wollte mitkommen. Ich durfte aber nicht. Solch eine Gemeinheit vom Fahrstuhl. Okay, die Frage ist jetzt wirklich, ob wir das brauchen oder nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir es nicht brauchen. Wir würden uns einfach nur unnötig viele Gegner an den Hals setzen. Wir wissen nämlich schon, wo wir am Ende rauskommen. Wir waren nämlich da schon. Da war ja schon Rocky und seine Freunde. Da war ja eine ganz, ganz breite Eisentür. Ein Eisentor, kann man schon sagen. Ja. Es läuft super. Das merkt man. Merkt man. So, ich speichere lieber mal, damit ich den ganzen Mist nicht nochmal machen muss. Willst nicht den Walkman benutzen? Schade. Nee, irgendwie ist mir gerade nicht so danach. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Kein Problem. Auch ich darf mal verwirrt sein. Angeber. Kaum Jetzt bin ich wieder hier, fängt da schon wieder an. ist das zweite Mal in dem ganzen Projekt, dass ich das gemacht habe. Ja, und ich weiß, weswegen du das gemacht hast. Ja. Dreckiger Angeber. Nur um mich zu triggern. Wasser ist übrigens nicht besonders tief. So, was ich nämlich nicht wusste, ich bin nämlich die ganze Zeit darüber, oben rüber gesprungen. Ich hätte das einfach machen können. Nein, stattdessen springe ich von da oben über so. Das war geisteskrank, sage ich dir. Ja. Bei dir nichts Neues. Ja. Und ich weiß, dass das hier schief gehen wird. Aber no risk, no fun. So. Du hattest recht. Ich kenne das Spiel, ne? Das ist klasse. Es hat niemand gelacht.
Ja. Ich weiß nicht, was ich mir da erhofft habe. Es war nicht besonders knapp. Das war knapp. Das sieht interessant aus. Scheiße. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, sag ich doch immer. Du hörst nicht zu. Hättest du mal auf mich gehört, wär dir das nicht passiert. Das Ding ist nämlich, wie gesagt, hier waren wir schon. Nur was ich nicht gesehen habe, ist. Sehe ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass es existiert, aber ich sehe es nicht. So, warte mal. Ah, ich sehe es jetzt. Klingt wie ein Verschwörungstheoretiker. Na, siehst du es? Noch nicht? Ja, jetzt. Da hinten ist der Knopf, um das Tor da zu öffnen. So. Deswegen, die Platte, wie du siehst, die Platte, die braucht man gar nicht. Viel Spaß. Danke. We have faith in your ability to succeed. Wer hat das? Ich nicht. Zurecht. Wenigstens war der Hund nicht so alleine. Das ist natürlich wichtig. Nette Idee, Lara. Erzähl mir mehr davon. Lever ist voll mit netter Ideen. Merk schon. So, das Ding ist, kann ich von hier aus ganz einfach dahin springen und ich habe Angst um mein Leben. Dauerzustand in Tomb Raider. So. Wo ist denn hier der böse Junge? Der wird da sein. Ich hab's dir doch gesagt. Ja, der Pixel da oben links sieht jetzt nicht gerade schön aus, ne? Heul nicht rum. Das sagt die richtige Person. Ich kümmere mich nur ums Wohlergehen von Lara. Ah, papalapap. Und wie gesagt, das sieht jetzt nicht gerade schön aus. Wir haben es geschafft. Wir brauchten nicht dieses Panel. Ich kann mal kurz erzählen, was passiert wäre, wenn wir es oben eingesetzt hätten. Die Bühne wäre hochgefahren. Es hätte dann das Banner von den bösen Jungs gezeigt und da wären noch mehr böse Jungs gekommen. Und darauf habe ich keine Lust. Wenn man es überspringen kann, dann überspringen wir es doch. Und beenden einfach das Level hier. Ich speichere aber lieber mal davor. Dem Denn Motto kann das. man immer gehen. Das möchte ich nicht nochmal machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Cutscene. Wir sehen uns schon mal in der nächsten Folge. But it's not quite the same now, is it? Someday you will get a speeding ticket for that tongue, Fabio. Hey, it's just a gut feeling that maybe you are wrong to look there. Is your belief so fragile? Relax. Breathe deep. The gut, Fabio, has no more direction than a simple through and out. When my father left when I was a boy, he confided to me that he was a light. There could my son see.
had an impulse. He possessed the Seraph. But he was just a disciple in this design. His death, plotting a path to be sought by the One, his son. You understand? Have faith, Fabio. Not Gathrod. We are searching the right place. I know it. I believe it, Marco. Good. Eros, have you fixed that rail yet?